Hallo Nelly, guten Morgen nach draußen. Guten Morgen. Bei uns regnet es, es ist alles trüb, es ist stürmisch, es ist alles andere als ein schönes Wetter. Es war so kalt heute Morgen mit meinem Hund. Ja. Eieiei. Ja, Daran ja. merkt man aber, dass ich meinen Hund liebe. Ja. Dass du rausgehst mit ihm. Ja, 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 ja. mit ihr, genau. Genau, ja. So, wir machen. Wir werden Titanic heute nicht machen, das Sondervideo. Ja. Das möchten wir gerne ein bisschen genauer recherchieren und das wird noch einen Tag dauern. Das tut mir leid, das kriege ich so nicht hin. Es gibt im Moment Dringlicheres. Genau. Ja. Und da sind wir bei den Themen, was gestern oder was so am Wochenende passiert ist. Es war ja unfassbar, wie viele Leute draußen waren und an wie vielen Orten. Stuttgart, Viernheim, München, Wien, Graz, Linz, Augsburg. Augsburg, Zürich, Augsburg, Berlin, ja, Berlin, Hamburg, Dortmund, Köln. Also wunderbare Bilder. Aber nochmal ein Hinweis von unserer Seite. Wir brauchen keine Demos. Wir müssen einfach nur auf die Straße raus. genau. Keine Anmeldung bei irgendeinem Amt, bei irgendeiner Brauchen Behörde. Lass das sein, ja, Wenn wir genau. spazieren gehen, brauchen wir das nicht. Genau. Einfach rausgehen, sich zeigen, sich mit Leuten unterhalten. Es ist so einfach, ins Gespräch zu kommen, wie nie zuvor, habe ich so das Gefühl. In jeder Ecke steht einer und hat fragende Augen. Also wir haben große Verunsicherung. Interessant finde ich, dass jetzt die Medien, die Mainstream-Medien, so langsam den großen Tanker Ja. wenden. Kommt so tröpfchenweise, ja. Ja, Aber es kommt. wir haben einen Gastbeitrag heute auf Focus Online. Die Gesellschaft muckt auf. Also da wird darüber gesprochen, dass die Leute auf die Straße gehen, dass die Leute friedlich auf die Straße gehen und für ihre Freiheit und für ihre Grundrechte einstehen. Auch wenn in dem Gastbeitrag einmal drin steht, sie wollen das Grundgesetz wieder haben. Das ist natürlich nicht richtig, aber das sehen wir dem Immer Herrn nach. nach. Genau. Ja. Nein, es geht um die Freiheit und es geht um die Grundrechte und die wollen wir zurückhaben und wir wollen unser Leben zurückhaben, aber nicht das Alte, wir wollen das Neue haben. Und Richtig. es sind so Nuancen und so Kleinigkeiten, die aber jetzt im Augenblick ganz entscheidend sind. Und wir haben heute Morgen beide telefoniert auf meinem Spaziergang. Ja, es steht in den Medien drin, die Linksradikalen, die Rechtsradikalen würden sich dieser ganzen Bewegung anschließen. Das mag sein. Denkt immer dran, auch das sind Menschen. Und wenn man mit denen redet, ich habe das in Gießen gesehen, wie zwei Organisatoren sich da Krawallmacher rausgegriffen haben und abseits hingestellt haben. Habe das so mit einem Ohr mitbekommen, dass sie die auf Spur gebracht haben und gesagt haben, hier geht es nicht darum, um Randale zu machen oder Krawall zu machen, hier geht es um ganz grundlegende Themen und die betrifft jeden Menschen Ja. in unserem Land oder auch, wenn ich in Österreich bin, auch dort in unserem Land. Also seht es mir nach, ich spreche immer gleich für den deutschsprachigen Raum oder für alle anderen Länder, die auch zuhören. Ja. Ja, Wir haben dann. dazu, wir haben ja dazu einen Artikel. Also ich habe Genau. ja fast die ganze Nacht durchgearbeitet und mit einigen Menschen telefoniert dann heute Nacht und auch noch hin und her geschrieben und ja, einen Artikel eingestellt, wo es um die in Stuttgart geht, die Demo, wo dann ein kleines Interview, hört euch das an. Dieser Mensch sagt in 2 Minuten so viel, es geht nicht um links oder rechts, was du gesagt hast, sondern wir wollen alle gemeinsam eins, unsere Freiheit zurück und in Frieden irgendwo leben wollen. Und das kann nur aus dem Herzen heraus kommen. Ja, wir müssen erkennen, dass wir Mensch sind und als Mensch müssen wir uns zeigen. Keine Demo anmelden, immer wieder das Gleiche. Und Dr. Katrin Korb habe ja auch was eingestellt. Hört euch das bitte an, was diese Ärztin, also ich habe heute Morgen zu dir gesagt, ich bin immer gespannt. Nee,
Ich habe mit Marco telefoniert, dem habe ich gesagt, ich bin immer gespannt, wie lange die ihre Zulassung behält. Mutig. Und wir brauchen solche Menschen, die für uns sprechen, aber nicht für uns alleine. Das ist das, warum wir auch dieses Video heute machen. Wartet nicht darauf, dass irgendwo, ich habe heute Morgen gesagt, viele warten noch irgendwo drauf, so wie im Märchen, dass der Prinz auf dem Pferd kommt und uns alle rettet oder wer auch immer das sein mag. Nein, wir selber müssen aufstehen, rausgehen, uns zeigen und wir selber müssen uns retten. Seit dem 17.03., Alex, ne? Wir haben schon mehrfach darauf hingewiesen. Es ist alles fertig, Leute. Ja, es ist alles fertig. Wir hätten schon alles haben können, aber es kommt kein Putin und rettet uns und kein Trump und rettet uns und kein Xi oder wer auch immer. Die wollen jetzt sehen, dass wir es verdient haben. Und das müssen wir zeigen, indem wir uns bewegen, indem wir rausgehen und indem wir uns zeigen. Ja. Ja, die beiden oder die drei, die kommen nicht und wecken uns auf. Das müssen wir schon selber tun. Sie helfen uns dann, wenn wir aufgewacht sind, wenn wir sagen, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen ein anderes Leben. Wir wollen unsere Freiheit haben. Wir wollen unsere Grundrechte haben. Und dann kommen sie und dann sind sie da. Und das so schnell, wie keiner gucken kann. Genau. Und stehen uns zur Seite. Kündet das, was ihr wollt. Kündet das, was ihr wollt und nicht das, was ihr nicht wollt. Also für das Sein. Kündet das, wofür ihr seid und nicht das, wogegen ihr seid. Genau. Dann seid ihr wieder im Widerstand. Das ist auch wichtig. Lasst die Fahnen weg, lasst die Schilder weg, um Gottes Willen. Es ist immer wieder das Gleiche. Ich habe so viele Zuschriften bekommen, wo die Leute sagen, du hast recht, überall dort, wo sie Schilder tragen, guckt die Polizei genau hin oder wo sie mit der Fahne kommen. Ja, das ist doch das alte System. Lasst doch das endlich mal ruhen und zeigt euch für das, was ihr wirklich wollt. Ja, das Neue. Und ich habe mit ein paar Leuten, ich bin mal auf die Bilder gespannt, mit ein paar Leuten heute Nacht gesprochen. Wir fanden das eine gute Idee und die werden jetzt alle rausgehen und gelbe Rosen kaufen. Gelb, wir wissen um die Farbe. Gelbe Rosen kaufen und eine gelbe Schleife drum machen und manche malen dann mit einem Edding das Q drauf und gehen auf die Polizisten zu. Leute, ihr habt keine Ahnung, in was für einer Bredouille die stecken, oder? Die sitzen zwischen den Stühlen und die haben genauso Ängste wie wir auch. Ja, ja, auch Menschen. Ja, und geht doch einfach mal hin und zeigt ihnen, dass ihr sie stärkt. Und dann können sie auch uns stärken. Nehmt diese Rose als Symbol, ob die annehmen oder nicht. Aber derjenige, der sie ablehnt, der wird zumindest abends, wenn er im Bett liegt, an den Moment noch einmal denken. Und dann habt ihr das Herz von demjenigen schon berührt. Genau. Ja? Ich nehme mal München jetzt mal exemplarisch für viele andere Städte und auch Länder heraus. Und sage mal, in München ist der Andrang auf dem Marienplatz um ein Vielfaches höher gewesen, als es ursprünglich angemeldet war und geplant war. Ja. Und im Laufe dieser Veranstaltung, dieser Versammlung dort, was ist passiert? Die Polizei hat einheitlich die Helme abgenommen. Ich nehme an, dass es der Bürgermeister oder Innensenator war, hat gesagt, wir gehen da nicht gegen vor, nur die Krawallmacher nehmen wir raus. Okay, einverstanden. Wir wollen kein Krawall, einverstanden. Aber sie sind nicht dagegen vorgegangen, Mindestabstand einzuhalten, Masken aufzuhaben, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten worden ist und so weiter. Und die Polizei hat sogar die Helme abgenommen. Also es bewegt sich was und wenn wir jetzt nachlassen, ist es ganz schnell wieder vorbei. Und das sollten wir auch aus 89 gelernt haben, als in der DDR die Leute auf die Straßen gegangen sind. Sie sind trotz der Repressalien, die sie erleben mussten, sind sie weiterhin und noch verstärkter. Je mehr Druck vom Staat kam, umso mehr sind sie rausgegangen. Und das sollte uns Vorbild sein, friedlich rauszugehen. Und dafür einzustehen, das, was uns zusteht, einzufordern. Ja. Was uns immer schon zustand, was wir immer hatten. Und es ist ganz interessant, ein Mitarbeiter im Innenministerium, im Bundesinnenministerium, hat dann mal über Corona dann die Wahrheit geschrieben und hat das mal großflächig verteilt an seine Kontakte im Innenministerium und darüber hinaus. Also mal abgesehen davon, dass er vollkommen richtig lag, aber
Er ist mittlerweile jetzt seines Amtes enthoben worden, also er ist jetzt beurlaubt worden. Mhm. Es ist Panik da. Und wir erzeugen die Panik, indem wir rausgehen. Genau. Diese Elite bekommt Panik. Am Sonntag, Samstag oder Sonntag, ist die Polizeipräsidentin von Stuttgart verhaftet worden. Ja, Samstag, glaube ich. Mhm. Weil sie nicht verhältnismäßig reagiert hat, beziehungsweise Befehle rausgegeben hat. Und soweit ich das mitbekommen habe, waren 50.000 Personen angemeldet für die Cannstatter Wasen. Ja. 10.000 sind draufgelassen worden, der Rest wurde wieder nach Hause geschickt. Ja. Leute, weitermachen. Dann steht man eben davor. Dann legt man eben ganze Straßen lahm. Ja. Aber nicht nach Hause schicken lassen. Genau. Weiter. Genau. Friedlich. Einfach, man ist einfach nur ein Bürger, der auf der Straße ist. Man ist ein Mensch, der auf der Straße ist. Und das kann einem die Polizei nicht verbieten. Das kann auch die Regierung nicht. Das kann keine Regierung. Ja. Wir dürfen ja raus. Wir sind sogar aufgefordert, draußen spazieren zu gehen. Ja. Also es kommen immer mehr Stimmen auf und es fällt immer mehr auf, auch dass die sogenannten Experten, die die Regierung unterstützen, doch nur ein, zwei Personen sind. Und die Stimmen drumherum, die ganzen Ärzte, die ihr Gewissen gepackt hat, die begehren jetzt auch langsam auf und erzählen mir, was da draußen wirklich los ist in der Pharmabranche und auch in der Medizinbranche. Ja. Und das ist unheimlich hilfreich. Ja. Denn die Ärzte sind die Götter in Weiß. Und was ein Arzt sagt, das machen die Leute, ohne darüber nachzudenken, sich Beipackzettel durchzulesen. Das machen sie zu Hause zwar, wenn sie Tabletten nehmen, aber wenn sie da hingehen zum Impfen oder eine Behandlung bekommen, da fragt gar keiner nach. Das hat ja der Arzt gesagt, der wird schon wissen, was er tut. Leute, der hat noch nicht mal einen Hippokrates oder wie auch immer er heißt, Eid abgeleistet. Das wird seit 20, 30 Jahren, hippokratischer Eid, Dankeschön. Das wird seit 20, 30 Jahren nicht mehr gemacht. Und umso beachtenswerter ist es, dass immer mehr Ärzte öffentlich gehen, sich zeigen, in Videos zeigen, ihren Namen auch bekannt geben und sagen, Leute, das geht so nicht, das ist so nicht wahr, was ihr erzählt. Ja, genau. Ich möchte da gar nicht drüber einsteigen, auch selber mich nicht damit beschäftigen, wie groß ist denn nun ein Virus. Ich habe gelesen, ein Virus ist zwischen 20 und 100 Atome groß und da ist überhaupt gar kein Platz, dass da ein Protein drin steckt, was uns ja die ganze Zeit vom Herrn Drosten und von dem Herrn Tierarzt, wie heißt er? Wieler, immer weiß gemacht wird. Also, habe ich das eigentlich schon mal gesagt, dass wir eine Professur in Deutschland haben, Verschwörungstheorien? Letzte Woche fand ich das ganz lustig. Ich glaube, am Donnerstag kam das im Fernsehen. Da stand ein Mann vor der Kamera in seinem Homeoffice und er outete sich als Professor für Verschwörungstheorien. Mhm. Und im Laufe des Gesprächs oder im Laufe des Beitrages kam heraus, also Verschwörungstheoretiker ist derjenige, der Meinung der Mainstream-Medien nicht folgt. Da wir aber in den Mainstream-Medien keinen Diskurs mehr haben, also keine Diskussion mehr, ob das nun rechts oder links rum sein muss, sondern wir haben nur zwei Mediziner, die sagen, das ist der Weg, genau. Haben wir also nur noch eine Meinung. Die Diskussion in den Mainstream-Medien ist ausgefallen. Schon seit einer ganzen Weile offensichtlich, ich habe es selber gar nicht bemerkt. Also ist ein Verschwörungstheoretiker jemand, der eine andere Meinung hat als die öffentliche Meinung, vertreten durch die Mainstream-Medien. So, dann bin ich ein Verschwörungstheoretiker, weil ich nicht grundsätzlich nicht alles glaube, was mir sofort erzählt wird, sondern ich mache mir selber meine Gedanken. Bei mir läuft dieses Tool gesunder Menschenverstand ab. Und dann hinterfrage ich erstmal, ist für mich logisch? Ja, nein. Ist es logisch? Ja, okay, dann kann ich dafür gehen. Ist es nicht logisch? Dann muss ich eben sagen, passt nicht. So, und da passen eben so ein paar Sachen nicht bei diesen beiden Herren und bei der Regierung. Und gestern war das, glaube ich, im Fernsehen mit dem Spahn, der vor laufender Kamera unter erheblichem Druck der Moderatoren
dann zugeben musste, dass er die Corona-Zahlen um 46% oder 48% nach oben hin aufgefrischt hat. Also er hat mal 46, 48% mehr Infizierte bekannt gegeben, als wir tatsächlich haben. Ja, und Merkel hat dann diese Zahlen genommen und nochmal großzügig aufgerundet. Und also, Leute, ja, merkt, was da abgeht. Also es hat die Mainstream-Medien erreicht. Also wir brauchen jetzt nicht mehr auf Journalistenwatch und so weiter verweisen, sondern wir können jetzt wirklich auf die Mainstream-Medien verweisen. Bei T-Online, ja. Bei NTV, bei Spiegel, bei Welt, bei Focus Online. Ihr findet die Sachen und ihr könnt die Sachen benutzen, wenn ihr mit den Leuten redet. Es ist alles da. Und dann, wenn die sagen, naja, wir lesen nicht so viel, ja gut, dann guck halt Fernsehen und guckst du ARD, ZDF und was auch immer für Nachrichten. Es kommen alle. Es kommt in allen und überall ausgestrahlt. Und ich finde das einfach eine Frechheit, dass die Regierung jetzt hingeht oder die Regierungsmannschaft 10, auch von den Bundesländern, hingehen und die Zahlen so dämlich, so dämlich preisgeben, dass da wirklich jedes kleine Kind draufkommt, hier stimmt was nicht, und dann mal nachfragt. Also das ist peinlich hoch 10 und da sollte sich ein Herr Spahn mal überlegen, ob er der richtige Mann am richtigen Platz ist. Denn nur Reden schwingen ist es nicht. Und es gibt aus dem Rororo Verlag, gibt es so schöne Bücher, wie man mit Statistiken lügen und betrügen und Meinung machen kann. Dann soll er sich doch da mal Anregungen holen, denn das ist zu plump und zu profan, was er da gemacht hat. Ja, okay. Das war es jetzt von meiner Seite aus gewesen. Ich hoffe, der Appell ist da, ist angekommen. Ja. Wir müssen raus. Kauft gelbe Rosen, geht raus und verschenkt sie und zeigt euch. Ganz genau, auch wenn es regnet. Ach, das ist ein Schick wieder heute. Okay. Also, macht's gut. Nächste Video wird vorbereitet. Wir wollen Gesara einsteigen. Ja. Also, where we go one, we go all. Tschüss, bis später.